Englisches Theater. Handlung in Griechenland. Gespielt auf Deutsch. Und das Ganze auf einer französischen Bühne. Ein wunderbares Stück Europa gab es also zu sehen beim Auftritt der Theatergruppe der PH Heidelberg während des Rencontres du Jeune Théâtre Européen in Grenoble 2015. Erstmals aufgeführt wurde der Sommernachtstraum von William Shakespeare im Jahr 1600. Kaum 415 Jahre später ist das Thema dieser Komödie so aktuell wie eh und je. Es geht um Liebe. ja, die Liebe ist natürlich das Grundmotiv und die Irrungen und Wirrungen, die damit getrieben werden. Die Grundstory ist eigentlich, die wird von uns Liebenden relativ gut da durchgeführt. Also der eine liebt die eine und darf aber liebt aber den anderen. Und genauso aus meiner Perspektive ist es so zu betrachten, dass eben Demetrius mich heiraten soll, ich aber Lysander liebe und er mich auch zurück. Das geht aber natürlich nicht, weil damals Athen und sehr lange her haben ja die Eltern einfach bestimmt, wer wen zu heiraten hat. Und ganz genau deswegen fliehen wir eben aus Athen und treffen uns da in einem Wald. Und meine beste Freundin, die Helena, die eben auf den Demetrius steht ihrerseits, die erzählt ihm das, laufen uns nach. Und dann wird in dem Wald eben von den Elfen bzw. von den Pucks, die treiben so ihren Schabernack mit uns und beträufeln uns mit Zaubertrank, Liebestrank. Und der verwirrt dann eben, also da wird dann die falsche Liebe geweckt in den Augen. Oh, Helena, in Rot! Und rund lockt mich dein Kirschen, Küsse, Kohl, der weiße Gipfel. Mein Kirschen, Küsse, Kohl, Sie nehmen Mund. Als Kohle halte ich an. Ihr Pimmel, das ist einfach Plot. Ihr seid Rivalen und ihr Thermia. Das war super spannend, weil wir am Anfang, glaube ich, von unseren Rollen einfach aufgrund dessen, was wir im Stück gelesen hatten, so einen relativ eindimensionalen Eindruck hatten. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Also die Hermia ist so super vielseitig. Bis wir da uns vorgekämpft hatten zu diesem sehr emotionalen und auch sehr wütenden, das war ein Prozess auf jeden Fall. Und ein super spannender Prozess, auch für mich persönlich, weil es einfach darum geht, also Emotionen wirklich auf die Bühne zu bringen. Also richtig. Richtig, die Emotion. Richtig! Genau. Was? Pfui, sag ich. Du! Püppchen, du! Püppchen also. Na her, Winterwind. Wie klein bin ich? Ich bin doch groß genug, dass ich dir mit den Nägeln an die Augen lasse! Komm her! Frau, ab! Du Knotenzwerg! Du kurzer Knobelknirps! Die Idee mit den drei Pucks ist daraus entstanden, dass die meisten Theatergruppen viele Frauen haben. Man muss viele Frauenrollen unterbringen. Und die Idee stammt eigentlich, ist schon 20 Jahre alt, und stammt von einer Heidelberger Theaterlehrerin, die in ihrer Not, viele Rollen unterzubringen, einfach verdreifacht hat. Und das macht das Stück natürlich auch sehr witzig, weil alle drei Pucks einen eigenen Charakter einbringen und die Schnelligkeit und die Leichtigkeit des Stücks erhöhen. In diesem kleinen Spiel, das kaum mehr bedeutet als ein Traum, war ich der schadenfrohe Puck, der ohne Anstand und Moral ließ unschuldig ins Unglück rennen. Wie schade! Doch, wem kam es sehr zu Spaß? So fasst euch schnell an. Das stimmt. Das trifft es eigentlich. Total verrückt und total cool. Und total sensibel und total challenging, würde ich sagen. Also es ist wirklich, erfordert uns alle, jeden auf seinem Niveau irgendwo. Und ich glaube auch, dass er wirklich jeden einzelnen von uns auch weiterbringen will und wird. Durch den Prozess, den wir einfach miteinander durchgehen, ein Jahr lang wirklich intensive Arbeit.
Also es ist auf jeden Fall wirklich spannend, mit ihm zu arbeiten, und es ist nichts, wo man sich ausruhen kann, sondern es geht immer weiter und es wird immer weiter gefordert, was gut ist, absolut gut. Ich will keine einzige Träne, die wir während, den Proben vergossen haben, will ich missen. Keine. Das Lied gehört nicht zu Shakespeare. Es ist eine kleine Verneigung davor, dass das Publikum gerne einen harmonischen Schluss hat. Und wir haben uns ein harmonisches Lied ausgedacht, weil wir auch den Gesang, die Fähigkeit unserer Spieler zum Gesang einfach zu wenig repräsentiert sahen in dem Stück. Aber dann wäre zu der Sparte Theater und Tanz nun auch noch der Gesang gekommen, das wäre zu viel gewesen. Das haben wir uns für den Schluss aufgespart und für unser großes Finale.